Kevin, ich komme jetzt zu dir. Kevin, hast du zufällig irgendwo noch vom besten Gestein der Welt? Jetzt gerade nicht. Glaube ich, also okay. Vielleicht, aber ich kann dir nicht versprechen, weil ich habe eigentlich direkt alles zu dir gefahren. Okay. Ah, ich brauche einen Komposter. Ich brauche einen Komposter, ich brauche dringend einen Komposter. So, jetzt bin ich mal gespannt, was habe ich hier eigentlich letztes Mal gebaut? So. Ach ja. Okay, dann kann ich ja eigentlich hier noch ein bisschen graben, aber ich würde jetzt hier nicht gerne mit der Effizienzspitzhacke rumgraben im Nether. Kommando zurück. Ich kann den Netherrack gleich wieder zurückbringen hier in die Truhe, weil ich bekomme ja jetzt welchen dazu. So, und den Knochen hier eigentlich auch. Ich brauche eine Spitzhacke. Ich habe mir ja schon mal überlegt, ob ich eine Spitzhacke Spitzhack-Rabin nenne. Aber ich glaube, das würde Ärger geben. So, ich sollte dann doch mal hier noch ein bisschen was lassen. Dieses hier, dieses hier, dieses hier. Die Gasträne nehme ich mir mit. Die hat irgendjemand unter Einsatz seines Lebens erobert und ich sack sie einfach ein. Ich Schwein. Ich absolut gieriges Stück. So. Ja, warum nicht? Die oxidiert ja einfach so vor sich hin. Wenn er tut es nötig, dass die Gasträne da so vor sich hin oxidiert, die ist doch noch gut. Ja. Die ist doch noch gut. Gib mich mal die Tang, da kann ich jeder mit. So. Ja, also ich glaube, nein, ich will nicht sagen, dass ich der beste Meister Röhrig-Imitator bin. Aber ich bin schon ganz gut. Zumindest lachen sich sehr, sehr viele Leute absolut kaputt, wenn ich anfange, Meister Röhrig zu imitieren. Guten Tag, ich bin der Röhrig. Kann ich reinkommen? Oh, das störe ich. Halt mal. So, jetzt baut er hier wieder am Nether rum. Also eher ich. Erich. Erich. Honecker. Ja, muss ja alles irgendwann mal fertig werden, ne? Ja, und ich weiß gar nicht, wie die Leute auf die Idee kommen, mir zu unterstellen, dass der Nether mein Lieblingsbiom wäre. Ich verbringe halt sehr, sehr viel Zeit hier. Das hat was damit zu tun, halt, woher ich komme, auch als Realperson. Aus dem Nether. Ja, aus dem Nether unserer Dimension. Ja, dann bist du aber auch ein runder. Das hört sich gerade sehr, sehr komisch an wieder. Das habe ich extra so betont. Ach so. Jetzt macht der Kevin schon selber seine eigenen Discord-Glitches hier. Discord-Glitch-Emulator Kevin. So. Ich bin für alles gut zu haben. Okay, ja. So. Das erinnert mich an einen Spruch, den ich neulich gehört habe irgendwo und den ich sehr, sehr geil fand. Wenn dich jeder mag, nimmt dich niemand ernst. Finde ich gut. Ist eine gute Aussage. Mich mag niemand. Alle hassen mich. Auch der Kevin. Der Kevin, der hasst mich eigentlich wie die Pest. Der ist nur hier, weil er alles aufschreiben will, was ich hier sage und sofort gleich an die Polizei melden will. Ja, genau. Hast du gerade voll ins Mikrofon gerülpst? Ja, mein Kind. Hab ich eigentlich Gold an? Ja. Das war gut. Das war gut. Ein neuer Kevin Synthesizer Sound. Der Rülps Growl. Und das Gute ist, wann ist die letzte Folge Minecraft mit Freunden entschieden? Du meinst, wann jetzt die vom letzten von der letzten Aufnahme die letzte Folge kommt? Am 15. Ja, dann ist es nicht mehr so lang.
Nö, wirklich nicht. Oh, ich habe Angst. Das wird hier alles ganz schrecklich. Warum habe ich das hier eigentlich noch nicht gebaut? Solange ich nicht auf andere komische Gedanken komme. Komm hier nicht auf komische Gedanken, Kevin. Komm nicht auf komische Gedanken. Du weißt, ich bin schwer bewaffnet. Also ich habe eine Spitzhacke und ich weiß sie zu benutzen. So. Gut. Red kein Quatsch, Honk, mach deine Arbeit und geh zum Kevin. Ich muss noch, ich muss auf jeden Fall noch. Alter, nee. Das geht nicht, das kannst du doch nicht tun. Hier schauen Kinder zu. Sie sollen zwar nicht, aber. Sie tun es wahrscheinlich. Und die. Oh. Den bringst du bei, dass sie einfach in der Gegend rumrülpsen sollen. Du bist ein schlechtes Beispiel, Kevin. Dieser Gang ist viel zu niedrig. Soll ich den nochmal ausheben? Das ist eine Fehlermeldung von Minecraft. Was? Ich habe schon wieder nicht verstanden, was der Vogel da will. Der hat da irgendwie. Du hast doch schon wieder Lack gesoffen. Lack gesoffen? Was? Nein. Ja. Ich hoffe, das wird nicht wie bei einer der letzten Sitzungen, wo ich da am Ende nur gelacht habe. Wie gesagt, nur zum Thema Gin Tonic. Ja, ich meine, davon gab es ja einige Folgen. Und ich muss dir mal sagen, eine meiner ZuschauerInnen meinte auch so, was ist denn bloß mit dem Kevin immer los? Hat der irgendwie manchmal irgendwelche Anfälle? Ich bin der lustigste Mensch auf der Welt. Ich will zumindest versuchen. Das ist gut. Es gibt schon so viele traurige Gestalten auf diesem Planeten. Wir brauchen mehr Kevins. Wir brauchen mehr Kevins. Ich bin für die Kevinisierung des Abendlandes. Ja. Die Pegi da. Die Kegi da, weiß ich. Also ich muss sagen, ich habe ja nun einige Kevins kennengelernt und die meisten Kevins sind besser als ihr Ruf. Das ist ganz einfach klar. Ja. Ja. Das schreibe ich so, das stimme ich mit vollen Dank so. Und mal wieder ein. Jetzt habe ich von dir geklaut. Ja, das ist offen zu. Das weiß ich. Ich sehe gerade, ich habe 3,5 Stacks fast von Diorit. Aha. Ich hab's doch irgendwo. Das ist gut, gebunkert. Das ist gerecht. Wenn ich dann bei dir vorbeikomme, dann hole ich das gleich. Steinschneider, genau. Steinschneider, der ist nicht schlecht. So. Ja. Das ist gut, das ist gerecht. Das ist ein Steinschneider und der ist nicht schlecht. So. Ja, habe ich jetzt das Material weggebaut. Ich habe keinen einzigen Fitzel Diarrhö mehr am Start. Kannst du das glauben, Kevin? Ja. Ist das zu glauben? Wenn du das gerade sagst. Ja, also ich behaupte das jetzt so. So. Aber ich werde mich für den Rest der Aufnahme benehmen, weil nicht, dass es dann noch weißen Text gibt, wo du dann vorspulst und dann schreibst, der Kevin hat ja die ganze Zeit die größten Spur. Naja, solange du nicht erzählst, dass du dir in die Hose gemacht hast, solange ist alles gut. Ach, da bin ich dann aus dem Alter raus. Das war jetzt eine kulturelle Referenz, die niemand versteht und das ist auch gut so. Ja. Ja. Das wird auch nicht weiter beschrieben. Also Leute, nicht richtig. In den Kommentaren fragen, sonst gibt's auch für Omme. Ah, da gab's alleine, ja mal. Weil man dadurch merkt, wie treu deine Zuschauer sind. Weil treue Zuschauer wissen das. Ja. Treue Zuschauer wissen. Aber so wie du sagtest, ich werde nicht weiter explainen. Nö, das muss ja auch nicht sein. Es ist ja auch so, wir haben ja hier auch Klientenschutz, also die Person, die dafür verantwortlich ist, für diese kulturelle Referenz, soll ja hier auch geschützt werden. Und deswegen werden wir nicht weiter darauf eingehen und nicht weiter beschreiben, was, wo und wann passiert ist. Und wir werden nicht mal den Zeitraum erwähnen. Nein, werden wir nicht. Auch wenn ihr mit vorgehaltener Waffe uns dazu zwingen wollt. Das will ich sehen.
Also, liebe Zuschauer, falls ihr mich mit vorgehaltener Waffe zu irgendetwas zwingen wollt, vergesst immer nicht, ich hab Russen in Kasso, Digga, ne? Wieso habe ich jetzt zwei Türen? Bin ich denn so rich oder was? Ja, zwei Türen. Das ist gut. Eine. Ist immer besser, Optionen zu haben. Ja. Besser, ja, als wenn man dann eines Tages dasteht und sagt, ich weiß nicht, wo es hier rausgeht. Hallo, rausgeht. Ich bin ein Zombie. Ja, okay, so wird es eher klingen. Warum habe ich zwei Stacks Eisen? Bin ich denn doof? Das dürft ihr selber entscheiden. Also, Kevin hat zwei Stacks Eisen, er hat zwei Türen. Ich kenne sein gesamtes Inventar jetzt langsam. Wenn er so weitermacht, dann kann ich wirklich alle Slots seines Inventars beurteilen. Und dann kann ich nächstes Mal sagen, aber Kevin, du hattest doch eine Tür. Du hattest sogar zwei. Und du hattest zwei Stacks Eisen. Ja, bevor ich in die Lava gefallen bin. Das wäre mir beinahe gerade eben passiert. Ich kann mal wieder hell sehen. Du hast da irgendwas gerade erzählt. Ich weiß natürlich, was. Und dann habe ich vor mir eine Schlucht gehabt. Und aus irgendeinem Grund wollte ich mit dem Mittelfinger, mit dem ich immer spiele, du spielst mit deinem, Mittelfinger. Ja, das kann man mal machen. Ist legitim. Ja, genau, mit dem Mittelfinger, den ich gerne. Ah, Mann, ey, mit dem ich gerne spiele. Und auf W gedrückt habe. Da bin ich fast in die Schlucht reingespoltert. Was? Kevin, übrigens. Bevor mir Hogwarts das Laden meines Spielstandes verweigert hat, habe ich mit meinem neuen Gamepad trainiert. Ich muss ehrlich sagen, irgendwie nicht meine Welt. Gamepad spielen ist irgendwie wirklich nicht meine Welt. Ich werde, glaube ich, wahrscheinlich Hogwarts Legacy weiterhin mit Maus und Tastatur spielen. Obwohl das komplett... Sieht bei mir genau andersherum aus mit Gamepad und Maus und Tastatur. Ich kann zum Beispiel, ich bin Simulator-Liebhaber, solche Spiele wie ETS oder ATS oder K-Mechanik Simulator, da bin ich an Controller gewöhnt. Ich meine, du hast dann weniger Optionen. Klar. Also als Rennspieler, also du hast ja hauptsächlich da Forza und so ein Kram gespielt, da ist man ja sowieso eher Controller-Freak. Genau. Also ich habe mir ja extra, als ich damals noch Need for Speed gespielt habe, da habe ich mir damals extra so ein komisches Lenkrad zugelegt. Dafür habe ich auch für Gran Turismo zugelegt, aber das glaubt jetzt ein die ganze Zeit, weil ich auch Forza Motorsport 8 warte. Ich habe heute irgendwie gesehen, dass irgendwas rausgekommen ist, irgendein neuer Teil von Forza. Habe ich heute auf Steam gesehen. Best. Ja, also irgendwie, musst mal schauen. Ich glaube, das, worauf du wartest, ich weiß jetzt nicht, welche Version das jetzt war von Forza, aber irgendeine ist rausgekommen. Naja, vielleicht hast du einfach nur gelesen, dass Forza Horizon 5 in den Charts ist, weil es ach momentan so im Angebot ist. Ach so, ja. Sein. Ich glaube, es ist die 5 gewesen, ja. Ich glaube, es ist die 5 ja, gewesen. Ja, das habe ich leider schon. Aha. Dieses Geräusch erinnert mich an einen YouTuber, der immer, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Need to Know. Der hat auch immer diese eine Katze, die, das ist, glaube ich, ein Hamster ursprünglich mit einem Butter auf dem Rücken und wie eine Ofenkartoffel eingewickelt. Und halt mit einem traurigen Katzengesicht. Und da macht er auch so. Ich kann das sogar sehr gut nachmachen, finde ich. Was redet der Mann da? Ein Hamster mit einer Butter auf dem Rücken und eine Katze obendrauf? Ich hab das jetzt irgendwie nicht das so Gesicht einer Katze. Warte mal, ich zeig dir das mal.
Also der Kevin hat manchmal komische Sachen so. Also er hat mir da neulich auch solche komischen Seiten vorgeschlagen, wo Leute ganz komische Praktiken aneinander ausleihen. Das hat er natürlich nicht. Das wäre mir auch neu. Ja, das ist... Ach so, eine Katze in einem... Eine Katze in Alufolie eingewickelt mit einem Stück Butter auf dem Rücken. Ja. Das tut mir irgendwie weh, weil das weckt Assoziationen. Und das ist das Original. Ja. Also meiner Meinung nach. Man kann das doch sieht irgendwie süß aus. Das ist ein Karnickel, oder? Ja, also die sagen da alle bei Reddit oder so Guinea Pig und das ist für mich ein Meerschweinchen. Ja, Meerschweinchen, Hamster, mal. Sind beide süße Tiere. Da musst du da musst du mit Tobi drüber reden. Er ist der große Meerschweinchenliebhaber. Und Capybara. Ich glaube, Capybara, was? Capybara, kennst du die nicht? Das sind doch diese. Was hat das mit Capital Bra zu tun? Sorry. Nee, aber Capybara, das sind diese Riesenmeerschweinchen. Ah, da. Ach, meinst du aus der, ich wollte gerade sagen, aus der Minecraft-Folge, aus der South Park-Folge? Da mit diesen, Panflöten-Gedöns. Wüsste ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, Capybaras sind Riesenmeerschweinchen und hier bei Hagenbecks Tierpark hier in Hamburg, da laufen die nämlich frei rum und da kann man die streicheln. Es ist so süß. Ja. Capybaras mag ich auch gerne. Ach, ich müsste mal wieder zu Hagenbecks Tierpark und Tobi einfach mal ein paar Bilder mitbringen oder Videos. Ach du meine Güte, da vorne ist schon wieder Schweinekühebullen-Alarm. Moment. Schweinekühebullen! Ich erschieß die Schweinekühe. Mit meiner Laterne. Ich schieß mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Der Schweinekühebulle sieht Sterne und ich spiele dazu Klavier. Alter, ich habe gerade das Geräusch einer Truhe gehört, obwohl das eigentlich Unsinn ist, weil du ja keine Sounds hast. Also ich habe keine Sounds. Also keine. Nein, also ich meine keine, die ich hören könnte. Nö. Der Mann redet heute in Rätseln irgendwie. Ich glaube, es geht zu Ende mit ihm. Es ist. Nein, das nicht. Also, wenn es das. Wow! Nein, das werde ich jetzt nicht explainen, weil das wäre großer Spoiler-Alarm. Du, der Server läuft aber heute recht gut, ne? Also gut, wir sind ja nur zu zweit, ne? Aber eigentlich, ich muss sagen, ich bin jetzt. Also hier mal großes Lob an Zap-Hosting. Herr Kittenkurmler, warum haben Sie das hier getan? Also erstens mal sind die Platten wieder an der falschen Seite. Setz rein. Ist doch dem alles Latte. Diese Platte ist ihm Latte. warte, ich bring mal die... Jetzt baut der Honk hier schon wieder im Nähter rum, ne? Anstatt dem Kevin... Anstatt den ehrwürdigen Besuch abzustatten. Abzustatten, was ist das? Alter, hast du das gehört? Oh ja, er kam richtig aus allen Öffnungen raus. Was? Was zum Deifi? Herr Kittenkurmler. Ach so, Herr Kittenkurmler sieht, dass du da die Dinge gepostet hast und ist darüber entsetzt. Ach so. Was? Ja, Herr Kittenkurmler ist entsetzt über deine... Arschgewicht! Nein, du bist nicht gemeint. Was denn Deifi? Herr Kittenkurmler scheint etwas entsetzt zu sein über... ich habe jetzt gerade was gesehen. Hier fehlt was. Moment. Ja, das könnten wir doch eigentlich hier verbauen. Dann haben wir hier Ruhe vom Schweinekühebullen. Vom Gast meine ich natürlich. Komisch, dass hier gar keine Gastzeute sind. Ich Alter. Sagte doch, wir haben Spaß. Alter, nur noch ein heißes Herz, genau. Ein Herz, weil ich es verkackt habe, mich hochzuhalten. Okay. Warum liegt hier ein halbes Huhn in der... Oh.
Ja, ja, Stroh rum. Warum liegt hier Stroh rum? Also, kennst du Stroh rum? Diesen 80% darfst du nicht mit dem Flugzeug nehmen? Ja. Noch nie probiert, wird wahrscheinlich pervers schmecken. Ich finde, der schmeckt recht gut. Oh, der würde geil jetzt mit meinem Kardamom-Schwarztee, würde der geil schmecken. Das dachte, wäre als Gourmand oder wie man das nennt, was du ja bei gewissen Lebensmitteln bist, selbst ernannt würde ich sagen, ja. dass du bei sowas Starkes, so ähnlich wie beim Body, sagst. Nee, Strohrum ist eigentlich recht lecker. Man muss nur vorsichtig mit ihm sein. Es ist kein Lebens... Ja klar, 80%, das ist kein Kindergarten. Warum? Also, das ist auf keinen Fall ein Lebensmittel. Also das kannst du zum Kochen benutzen, glaube ich. Wahrscheinlich schmeckt das dann auch alles nach Stroh. Was zum Fick? Oh, kommt dieser... Oh, bitte, der Einspieler. Was zum Fick? Mein Arbeitskollege, mit dem ich zusammen letzte Woche oder vorletzte Woche zusammengearbeitet habe, der kennt sogar die Band. Also nicht nur das Lied, sondern die ganze Band. Ich kannte die Band vorher noch nicht und war eigentlich einigermaßen positiv überrascht. Vor allen Dingen, weil die Macher der Band, also die Mitglieder der Band sind allesamt Pädagogen und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass Pädagogen gute Musik machen können.